Drei Wochen und drei Tins, das ist der Plan, wenn ich verschiedene Tins habe. Und das ist auch wieder hier der Plan. 3 Wochen, drei Tins. Erst Mew, dann Lamos und dann Lucario. Die Tins sind aus dem Frühjahr 21 und ich habe Bock, die zu öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Opening und hoffe, dass ihr ein Abo da lasst. Ich mache die Folie ab und ihr geht ins Intro. So, da sind wir auch schon wieder. Und erstmal, wie immer, natürlich ein kleines Wörtchen zur Tin. Hier Mew drauf. Ich finde die Karte von Mew ja mega süß. Die haben wir ja in Clash bekommen. Flammende Finsternis? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine mega süße Mew-Karte. Und ja, die Tin an sich. Hier das V eingezeichnet. Finde ich eigentlich ganz schnieke, aber wirklich was Besonderes sind die Tins nicht. Ich glaube, die sind einfach da, weil sie da sind. Und ja. Es sind wirklich die uninteressantesten Produkte, die dem letzt rausgekommen sind. Weil wir haben ja, wie gesagt, glänzende Schicksal rausbekommen. Wir haben Kampfstile rausbekommen. Und da sind Sammelkoffer, V-Max Collections, Premium-Boxen, alles mögliche rausgekommen. Und deswegen. Ja, die Tins etwas uninteressanter, aber es sind Tins, deswegen mache ich sie auf. Und da ist Farbenschock drin, glaube ich zumindest. Und deswegen machen wir das mal auf. Und hoffen, dass wir dann irgendwas Gutes draus sehen. Ah, okay. Wir haben also die Verpackung wie bei den Reprints von Dings. Erstmal fallen lassen. Perfekt. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, weil wie ihr seht, die Karte ist halt eben hier absolut eingeschlossen. Wie kriege ich die jetzt am besten da raus? Gute Frage, nächste Frage. Oh Gott. Okay, ich weiß nicht, wie ich die Karte da rauskriege. Ah ja, okay. Aber bei einer wertvollen Karte. Huch. Die Tin kriegt ihr nicht. Bei einer wertvollen Karte tut das weh. Ich sag, wie es ist. Die Mew-Karte ist mega süß, aber sie ist ja nicht wertvoll. Vor allem, sie ist keine Karte, die ich jetzt unbedingt brauche. Ah, und hier sehen wir Flammende Finsternis. Oder ist das Farbenschock? Ach komm, ich hab doch keine Ahnung. Ich glaube, das ist. Ach, ich weiß es nicht. Die Zeichen sehen sich auch alle ähnlich. Allesamt, ne? Wir haben ja auf jeden Fall, wie gesagt, eine mega, mega süße Mew-Karte. So, das kann weg. Aber wenigstens kein Plastik mehr. Wenigstens kein Plastik mehr. Das freut mich auf jeden Fall. So, 4 Booster haben wir hier drin. Hier haben wir noch mehr Pappe. Das kann weg. Dann machen wir das hier so. Stellen die hier hin. Die Mio-Karte hier. Und ja, ich glaube, das mache ich nächstens in einem Jump Cut. Das ist mehr. Clash der Rebellen, Stunde der Wächter haben wir drin. Und zweimal Farbenschock. Stunde der Wächter kapiere ich nicht. Trotzdem, aufmachen. Rein da. Rein da. Haben die letzten Tins uns eigentlich gegönnt? Also normale Tins. Wir reden hier von normalen Tins. Hier auf jeden Fall der Code. Die letzten normalen Tins dürften. Was sind denn die letzten normalen Tins gewesen? Gute Frage, nächste Frage, ne? Naja, eine Wasserenergie. Ein Elfhuhn. Ein Schutzzonending. Ein Georock. Ein Viscora. Ein Lusardin. Ein Gelanti. Ein Gel. Ein Gel. Gelatini. Ach, ein Pipi. Ein Wuffels. Ein Hypno-Mo. Morba, Hölle. Da kriege ich aber mittlerweile hin. Bilsa haben wir hier als Rare. Ah, Gott im Himmel. Einfach alles verschoben. Und die Mio-Karte sieht man nicht. Das ist frech. Ja, ich würde sagen, wir machen ni bei nix weiter bei Clash der Rebellen.
So. Let's go. Da fällt mir ein, man könnte auch mal wieder ein TCGO-Stream machen. Ich streame ja jetzt regelmäßig auf YouTube hier. Im Moment hunten wir Rayquaza, Shiny Rayquaza in den Dynar-Raids. Schaut auch gerne da mal vorbei. Letzter Stream war mega witzig. Und ich hoffe, das geht so weiter. Seishin hier als Rerose und Rare haben wir einen Markbrand mit immer noch einem geilen Artwork. Sag ich, wie es ist. Aber es ist halt eben eine Non-Holo, ne? So, dann haben wir hier nochmal zweimal Farbe in Schock. Einmal Marietilit VMAX und einmal das gute Celebi. Wir haben hier auf jeden Fall Amazing Rares drin. So ein Rayquaza finde ich schon ganz geil. Muss Flammende Finsternis gewesen sein. Das Mew. Weil Clash waren die Blitze, die wir gerade eben gesehen haben, auf unten. Und Farbenschock kann es auch nicht gewesen sein. Das war nämlich das, was wir hier haben. Und das war dieser komische Blitz. Ah, Nio. Nio war der geilste Arena-Leiter, glaube ich. Aus der Gala-Region, fand ich. I guess. Mew, Fidiu, Glumanda, Schwalbini, Palimpalim, keine Amazing Rare. Und als Rare haben wir einen Tangulist. Ein Tangulist! Wuhu! Das war's mir ja komplett. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott. Eine wunderschöne Amazing Rare. Wäre jetzt toll. Von mir aus auch nur eine Amazing Rare. Okay, was heißt nur? Aber ich habe nur eine Amazing Rare gezogen und das war Raikou. Und da weiß ich schon gar nicht mehr, wann das war. War das aus dem Sammelkoffer? Blanas, Potrott, Schönheit, Valmar. Zu den Sammelkoffern. Wir haben noch einen Sammelkoffer mit Luxra hinten drauf und einer Shinux-Promo. Mega Bock auf die. Und ja. Aber erstmal die nächsten 3 Wochen. Hallo. Die Tins. Lasst gerne ein Like und ein Abo da hier. Während wir hier noch die letzten Karten ziehen. Ein Flamara hier als Reverse und als Rare haben wir ein Admurai. Und damit würde ich sagen, wir sind fertig für heute. Wie gesagt, gerne Like und Abo da lassen und dann sehen wir uns Mittwoch, denke ich, wenn ihr zum Stream kommt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.